Aktiviere Flippy-Station. Los geht's, macht euch bereit, damit ihr bald noch schlauer seid. Flippy! Wow, diese Biene scheint wirklich fleißig zu sein. Das gilt auch für diese. Und diese da auch. Sie sind alle so beschäftigt. Ha, naja, außer diese da. Diese Bienen sind damit beschäftigt, Honig zu machen. Ich frage mich, wie Bienen Honig machen? Ja, lass uns in den Bienenstock gehen. Ich werde Flügel und den Baggerarm brauchen. Flügel, Baggerarm bestätigt. Aktiviere die Blippi-Station. Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Jetzt müssen wir nur noch wie eine Biene aussehen und noch kleiner werden. Schrumpfen! Du hast recht, Tubbs. Die Zunge der Biene steckt in der Blume. Hey, ich bin's, Blippi. Das ist Tubbs. Ich habe mich gefragt, wie du Honig herstellst. Hi, Blippi. Ich bin Bijan. Honey, du bist genau am richtigen Ort. Ich benutze also meine Zunge, um diesen süßen Nektar zu trinken. So beginnen die Bienen Honig zu machen. Okay, Zeit, in den Bienenstock zu schwören. Folge mir! Spoiler! Viele Bienen arbeiten hier. Da drin ist es wie in einer Honigfabrik. Bijan, kauen die alle hier Nektar? Aber sicher doch. Ich muss kauen, um den Honig zu bauen. Durch Kauen wird er dicker und so auch viel leckerer. Ich hab schon wieder gereimt. Und nach dem Kauen gibt es dann den Honig? Nein, nein, es gibt noch mehr zu zeigen. Wir kauen und dann schlucken wir. Der Nektar bleibt in unserem Bäuchen, wird zu Honig, den wir dann in die Waben geben. Die Honigwabe? Yep, wir lagern den Honig in den Honigwaben. Vielleicht kann ich etwas Honig probieren. Okay. Das sieht vielleicht komisch aus, aber durch das Schlagen mit den Flügeln machen wir dickeren Honig. Das ist so eine Sache mit Bienen. Wow. Ja, Tubbs, ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie machen Bienen Honig? Sie bekommen Nektar von Blumen, kauen ihn, lagern den Honig in ihren Mägen, füllen ihn dann in eine Wabe und schlagen darüber mit den Flügeln. Antwort hochladen, Tubbs. Bye, Bijan. Schön, dass es dich gibt. Bye. Yeah. Salat. Oh, danke, Tubbs. Ich wusste nicht, dass dieser Salat in meinen Zähnen steckt. Ich denke, eine Zahnbürste würde helfen. Ich frage mich, wie benutzt man eine Zahnbürste, um seine Zähne zu reinigen? Tolle Idee! Wir können eine Zahnbürste in einem Mund treffen. Ich werde Flügel brauchen. Flügel bestätigt. Gehen wir auf Erkundungstour! Aktiviere Blippi-Station! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Es ist Zeit zu schrumpfen, um in einen Mund zu gehen. Schrumpfen! Wir sind in einem Mund. Richtig, Tubbs. Wir brauchen eine Möglichkeit, diese Zähne zu reinigen. Würde eine Bürste helfen? Hi, ich bin Peter Putzi. Und du bist? Hey, ich bin's Blippi. Und das ist Tubbs. Ich will herausfinden, wie man eine Zahnbürste zum Zähneputzen benutzt. Nun ja, da bist du genau bei der richtigen Bürste. Steig auf und ich zeige dir, wie du deine Zähne am besten putzt. Okay. Hey, Peter Putzi, ist das Zahnpasta auf deinem Bürstenteil? Yes, Sir. Es hilft, die Zähne gesund und frei von Nahrungsmitteln zu halten. Okay, so putzt man die Zähne. Zuerst putzen wir die Vorderseite. Also, kleine Kreise auf jedem Zahn. Woohoo! Okay, das
Das war die Vorderseite. Gehen wir jetzt zur Rückseite. Drehen, flippen. Kleine Kreise, runter, rein. Lasst uns noch mehr machen. Kreise, Kreise, Kreise. Diese Zähne sind die Backenzähne. Ich nenne sie die Kautruppe, da sie die meiste Arbeit machen. Ich weiß, Tabs, Zähneputzen ist eine wilde Fahrt. Wow! Ich glaube, ich habe die Antwort auf meine Frage, wie man eine Zahnbürste zum Reinigen der Zähne benutzt. Sie reinigt, indem sie die Vorder-, Hinter- und Zwischenräume aller Zähne in kleinen kreisenden Bewegungen putzt. Dadurch werden alle Speisereste aus den Zahnzwischenräumen herausgedrückt und die Zähne werden schön sauber. Antwort hochladen, Tabs. Danke für eure Hilfe, Blippi und Tabs. Vergesst nicht, zweimal am Tag jeweils für 2 Minuten lang zu putzen, damit ihr super schöne Zähne bekommt. Das werden wir. Danke, dass wir mitmachen durften, Putzi. Bye, bye. Schau dir diese Schneeflocke an. Wow! Wow! Ich stimme dir zu, Debo. Schneeflocken sind wunderschön. Ich frage mich, wie eine Schneeflocke gemacht wird. Du hast recht, Debo. Wir können in eine Wolke steigen und das herausfinden. Ich werde einen Greifarm und Flügel brauchen. Aktiviere Blippi-Station! Das Blippi-Mobil ist bereit für ein Abenteuer. Lass uns herausfinden, wie eine Schneeflocke gemacht wird. Wir sind sehr hoch oben und die Luft ist kalt. Ist es nicht so schön kühl? Ich bin Mimi. Willkommen auf meiner Wolke. Hey, ich bin's, Blippi. Und das ist Debo. Sieht aus, als würdest du hart arbeiten. Ja, du hast recht. Jetzt bin ich ein kleines Teilchen. Bald werde ich eine große Schneeflocke sein. Kannst du mir diese großen Wasserdampfwolken reichen? Das Wasser in der Wolke gefriert auf mir. Und dann wachsen mir mehr Kristalle. Eine Schneeflocke kann bis zu 100 Eiskristalle enthalten. All diese Eiskristalle haben dich stark gemacht, Momo. Hier, ja. Los, fang, Debo. Jetzt, wo ich schwer genug bin, kann ich mich auf den Boden fallen lassen. Folgt mir. Juhu! Momo, jedes Mal, wenn Wasserdampf an dir klebt und zu Eiskristallen wird, wirst du noch größer und beeindruckender. Danke. Du hast 6 Punkte, genau wie jede andere Schneeflocke, aber dein eigenes, einzigartiges Design. Ja, keine Schneeflocke gleich der anderen. Das heißt, es gibt keine wie mich. Deshalb heiße ich auch Mimi. Ein Schneemann. Perfekt. Ich kann dort mit dem Rest meiner Truppe landen. Ich habe es geschafft. Stoppt die Landung. Gut gemacht, Momo. Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie entsteht eine Schneeflocke? Sie beginnt als Teilchen in der Luft und sammelt Eiskristalle, während sie immer kälter wird und schließlich eine einzigartige Schneeflocke bildet. Antwort hochladen, Debo. Tschüss, Momo. Ciao, Blippi. Hey, das ist ein Müllwagen. Ich kann es sehen und auch riechen. Wow, Tabs, sogar du findest, dass es stinkt. Und du bist ein Roboter. Warte, woher kommt dieses summende Geräusch? Oh, Fliegen. Hey, diese Fliegen sind gerade in den Müllwagen geflogen. Ich frage mich, warum haben Fliegen Müll so gerne? Gute Idee, Tabs. Wir können in den Müllwagen gehen, um die Antwort herauszufinden. Dafür brauche ich Flügel. Flügel bestätigt. Aktiviere Blippi-Station.
Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Lass uns herausfinden, warum Fliegen Müll so gerne haben. Wir schrumpfen! Halt die Luft an, Tabs. Wir gehen rein. Ich bin im Müllwagen. Willkommen! Ich bin Horace die Fliege. Sieht aus, als wärst du zum ersten Mal, ja? Hi, Horace. Ich bin's, Blippi. Das ist mein erster Besuch in einem Müllwagen. Ein bisschen stinkig, oder? Nicht für mich. Ich liebe Gerüche. Folgt mir, ich zeig euch alles. Dieser Ort ist wie mein Spielplatz. Hoppla, das tut mir leid. Hey, Horace, warum lieben Fliegen Müll? Weil er lecker ist und Müll mich zum Fliegen bringt. Wir haben stinkende Bohnen, verschimmelten Käse, fettige Pizzakartons und sogar übrig gebliebenen geheimnisvollen Brei. Ups, sorry, das waren wohl die Bohnen. Ich kann dich zum nächsten Garten oder zum nächsten Fliegenrestaurant mitnehmen. Horace, wo bist du? Alles kommt in den Müll. Oh, ist das Kuchen? Oh, das war kein Kuchen, aber trotzdem gut. Ich muss mich beeilen und den Müll verspeisen. Horace hat jetzt mehr Energie. Aha, das heißt, ich glaube, ich habe die Antwort darauf, warum Fliegen Müll so gerne haben. Weil sie den Geruch lieben und dort Nahrung finden. Das ist so albern. Lade die Antwort hoch, Tabs. Ja, Herr Blippi, für mich ist ein Müllwagen ein... Babella 24/7 All-I-Can-Eat-Restaurant! Juhu, los, Horace! Danke! Cheers, Blippi! Regen wird bald aufhören, Tabs? Super! Ich bin nämlich gerade mit meinem lustigen Bild fertig geworden. Kannst du erraten, was es ist? Wow, Tabs, genau richtig. Es ist ein Pinguin, der eine Tasse Tee hält, während er durch einen Dschungel rollt. So viele Farben. Wow, ein Regenbogen. So viele Farben. Ich frage mich, woher hat ein Regenbogen seine Farben? Tolle Idee, Tabs. Wir können hochfliegen und den Regenbogen fragen, um es herauszufinden. Aber zuerst brauche ich Flügel. Flügel bestätigt. Gehen wir auf Erkundungstour. Aktiviere Blippi-Station. Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Lass uns herausfinden, wie ein Regenbogen seine Farben bekommt. Jungs und Mädels, ich bitte um Aufmerksamkeit. Der große blaue Himmel ist stolz darauf, den größten Beeinflusser der Natur zu präsentieren. Ich bin Bowie, der Regenbogen. Wow, hey, ich bin's, Blippi. Ich bin ein großer Fan, Bowie. Ich kenne all deine Farben. Danke, danke, danke. Ich bin sehr stolz auf meine Farben. Ich zeige sie euch nacheinander. Wie geht's dir? Rot, orange, gelb. Grün, blau, indigo, violett. Wunderbare Arbeit, Blippi. Weißt du, heute ist ein großer Tag. Wir machen einen Doppel-Regenbogen-Showstopper. Oh, du musst bei meiner Aufführung dabei sein. Wirklich? Es wäre mir eine Ehre. Aber ich weiß nicht, woher du all deine Farben bekommst. Kannst du es mir zeigen? Na klar, Superfan, Blippi. Schauen wir uns zuerst diese bauschige Wolke an, die man Cumulus-Wolke nennt. Oh, sieht so aus, als hätte es gerade geregnet, was perfekt ist. Das bedeutet, dass es viele Wassertröpfchen in der Luft gibt. Wow, diese Wolke hat so viele kleine Wassertropfen. Hashtag true. Okay, nächster Schritt. Positioniere die Wolke so, dass das Sonnenlicht durch die Wassertröpfchen scheint. So wie hier. Wenn das Licht nun durch das Wasser fällt, wird es gebeugt oder gebrochen und in alle Farben des Regenbogens zerlegt. Voila, das ist großartig. Ich glaube, ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie bekommt ein Regenbogen all seine verschiedenen Farben? Es ist... Wenn das Sonnenlicht durch Wasser scheint, wird das Licht gebeugt und in alle Farben des Regenbogens aufgeteilt. Lade die Antwort hoch, Tabs!
5, 6, 7, 8. Wow! Nicht vergessen zu liken und zu abonnieren. Wie geht's dir? Alright, wir sehen uns später, Flippy. Halloween ist das Beste, Tabs. Ich liebe Süßes oder Saures. Hey, seht mal, ein Spukhaus. Wow, seht euch die ganze Dekoration an. So cool. Du hast recht, Tabs. Vielleicht gibt es drinnen Leckereien. Ich frage mich, was wohl in einem Spukhaus drin ist. Lasst es uns herausfinden. Bist du bereit, Tabs? Tabs? Ich gehe besser schnell ins Spukhaus, um Tabs zu finden. Das kann ja heiter werden. Hi, ich bin's, Blippi. Ich bin auf der Suche nach meinem Freund Tabs. Habt ihr ihn gesehen? Hallo, Blippi. Ich bin Herr Kürbis. War das ein Geist? Wahrscheinlich. Ja, ich habe Tabs nicht gesehen. Aber du kannst sie in diesem Haus voller Magie und Grusel Spaß suchen. Super. Vielleicht hat mein Freund Bones Tabs gesehen. Er ist im Keller. Ich würde zuerst die Treppe nehmen. Alright. Wow. Zu einer Rutsche. Herr Kürbis? Tabs? Hallo? Wow! Entschuldigung! Keine Sorge, das passiert bei uns auch andauernd. Vielleicht hat der Tabs ja wirklich gesehen. Ich fege ihn besser zusammen. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Wow! Vielleicht weiß dieser fliegende Geist, wo Tabs ist. Gehen wir ihm nach. Wow! Wow! Hi, Hexe! Tschüss, Hexe! Nun ja, ich schätze, das ist eine Sackgasse. Ich frag mich, wo alle hin sind. Cool! Eine sich drehende Wand! Wow! Glückwunsch, Blippi! Du hast es durch mein Spukhaus geschafft. Das Saure ist nun vorbei und jetzt ist Zeit für das Süße. Aber warte, wo ist Tabs? Tabs? Du warst die ganze Zeit der Geist? Nun ja, dann habe ich die Antwort auf meine Frage. Was ist in einem Spukhaus? Lustige, gruselige Skelette, Spinnweben, ein sprechender Kürbis, Spinnen, eine Hexe und ein schwebender Tabsgeist. Lade die Antwort hoch, Tabs. Danke, dass wir uns in deinem Haus amüsieren durften, Herr Kürbis. Happy Halloween! Wow, federnde Sanddünen und Nachhörer. Was für eine tolle Sandburg! Achtung, die Welle! Oh nein, sieht so aus, als wäre die Sandburg der Welle nicht gewachsen. Ich frage mich, ob ich eine Sandburg bauen kann, die nicht weggespült wird. Ja, du hast recht, Tabs. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich muss mir selbst eine Sandburg bauen. Ich werde den Baggerarm und die Spinnenbeine brauchen. Baggerarm, Spinnenbeine bestätigt. Aktiviere Blippi-Station! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer! Lasst uns eine Sandburg bauen, die nicht weggespült wird. Jetzt müssen wir uns selbst auf Sandburggröße bringen. Schrumpfen! Spür die kühle Meeresbrise, Tabs! Wow! Moin, ich bin Krabbi die Krabbi. Freut mich, dich kennenzulernen. Ach du meine Güte, ich kenne meine eigene Stärke nicht. Hi Krabbi, ich bin's Blippi und das ist mein Blippi-Mobil. Ich liebe das Ding. Machst du gerade eine lustige Fahrt? Eigentlich, Krabbi, habe ich mich gefragt, ob man eine Sandburg bauen kann, die nicht weggespült wird. Da bist du genau bei der richtigen Krabbe. Ich bin ein Planer, ein Graber und ein Baumeister. Ich kann dir helfen, Blippi. Super. Also als erstes werden wir ein Graben ausheben.
Das ist ein schickes Wort für ein Loch. Also, das Wasser fließt in das Loch und spült nicht weg, was dahinter ist. Also, lasst uns graben! Graben, 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 graben. Wow, was für ein Loch! Nun lasst uns die Sandburg bauen. Du hast recht, Habs, wir werden eine Schaufel brauchen. Fertig! Erfolg! Wow, du hast es schon gebaut, Krabby. Und unser Graben ist perfekt. Der Graben ist das Loch, das wir rund um die Sandburg gegraben haben. Toller Wassergraben und die beste Sandburg aller Zeiten. Achtung, Welle! Der Graben hat funktioniert, Krabby. Das heißt, ich glaube, ich habe die Antwort auf meine Frage. Kann ich eine Sandburg bauen, die nicht weggespült wird? Ich kann, indem ich ein Loch drumherum mache, um das Wasser aufzufangen. Lade die Antwort hoch, Tabs. Danke, Krabby. Tschüss, Blibby. Und immer schön weiter, Gramm. Wow, Tabs, diese Hüpfburg ist nicht von dieser Welt. Ich frage mich, wie es wohl wäre, auf dem Mond zu hüpfen. Tolle Idee, Tabs. Wir können auf dem Mond fliegen und es herausfinden. Ich werde einen Raketenantrieb, einen Baggerarm und Froschbeine brauchen. Düsen, Baggerarm, Froschbeine, bestätigt. Okay, gehen wir auf Erkundungstour. Das Blippi-Mobil ist bereit, in ein Abenteuer aufzubrechen. Und da ist der Mond! Yeah! Okay, Zeit zum Landen. Hey, das kitzelt. Wer bist denn du? Ich heiße Rocky, der Mondfelsen, weil ich ein Felsen bin. Hey, Rocky, ich bin's, Blippi. Und das ist Tabs. Wir sind hier, um herauszufinden, wie es ist, auf dem Mond zu hüpfen. Ich habe es selbst noch nie probiert, da ich ein Fels bin. Aber mal sehen, ob ich es schaffe. Einfach aufstehen. Sehr gut. Lasst uns hüpfen. Ich fühle mich hier oben leicht wie eine Feder. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Spaß haben kann. Es ist erstaunlich, dass wir so lange hier oben bleiben können. Warum dauert es so lange, bis wir runterschweben? Na, wegen der Schwerkraft. Das ist die unsichtbare Kraft, die deine Mondschuhe auf dem Boden hält. Sie zieht alles wieder nach unten. Aber, auf dem Mond ist die Schwerkraft viel geringer als auf der Erde, weil der Mond so viel kleiner ist. Ach, deshalb schweben wir auch so lange. Ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie wäre es denn, auf dem Mond zu hüpfen? Es macht so viel Spaß und die Sprünge sind wirklich groß, weil es auf dem Mond weniger Schwerkraft gibt als auf der Erde. Antwort hochladen, Tabs. Wir fühlen uns, als würden wir schweben, aber die Schwerkraft zieht uns langsam wieder nach unten. Tja, 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 tja. Danke für die beste Zeit, die ich, Rocky der Mondfelsen, je hatte. Tschüss, Rocky! Immer schön weiterhüpfen, Blippi! Heute ist es so heiß draußen, aber mein Eis am Stiel schmilzt auf meiner Hand. Ich frage mich, warum Eis am Stiel in meiner Hand schmilzt. Was, Tabs? In den Eiscremewagen gehen und einen Experten fragen? Das ist eine tolle Idee. Ich brauche Flügel, den Baggerarm und Entenfüße. Flügel, Baggerarm, Entenfüße, bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Lass uns rausfinden, warum mein Eis am Stiel immer in meiner Hand schmilzt. Schrumpfen! Oh.
Spinne Maiswagen. Hi, willkommen in meinem Viertel. Ich bin Cherry Pop. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Hi, Cherry, ich bin's, Blippi. Ich habe mich gewundert, warum mein Eis am Stiel immer an meiner Hand schmilzt. Das weiß ich, aber lass uns zunächst ein bisschen Eis haben. Alright, wuhu! Wir gehen auf Eistour! Und jetzt auf die Streuselrutsche! Und Schokoladensauce schnorcheln! Cherry, schmilzt du? Ja, ich schmelze, weil mir sehr warm ist. Aber ich werde im Gefrierschrank abkühlen. Und dann geht es mir gleich wieder gut. Eiskalt. Hey, wie läuft's da drinnen, Cherry? Es ist eisig kalt. Jetzt bin ich startklar. Es sieht super eisig da drinnen aus. Ja, aber es ist cool, kalt zu sein, wenn man ein gefrorenes Dessert ist wie ich. Meine ideale Temperatur ist beim Gefrierpunkt bei 0 Grad Celsius. Wenn ich so schön kalt bleibe, schmelze ich nicht. Gut zu wissen. Ich verstehe, du bist wie mein Eis am Stiel von vorhin. Als es aus dem Gefrierschrank und in der Hitze des Blippi-Mobils war, ist es auf mir geschmolzen. Klingt so, als hätte dein Eis am Stiel mich besuchen sollen. Du hast recht. Das heißt, wir haben die Antwort auf meine Frage. Warum schmilzt mein Eis in meiner Hand? Das liegt daran, dass Eis am Stiel schmilzt, wenn es zu warm wird. Deshalb bewahren wir es im Gefrierschrank auf. Antwort hochladen, Tabs. Cherry, vielen Dank für dieses total leckere Abenteuer. Das war so cool. Schön cool bleiben, Blippi. Bye, bye. Oh, schau dir das süße kleine Eichhörnchen an, wie es ein Loch gräbt. Hast du gesehen, wie es die Nuss vergraben hat? Stimmt, Diebo. Wir müssen die Antwort wissen. Ich frage mich, warum vergraben Eichhörnchen ihre Nüsse? Ich werde den Baggerarm und die Flügel brauchen. Baggerarm, Flügel bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer! Schau, Diebo! Das ist eine Eiche! Das ist eine Nussart und Eichhörnchen lieben sie! Ja, Eichhörnchen, Eichhörnchen, wir haben eine Eiche! Nüsse! Nüsse! Ich brauche mehr Nüsse! Ich kann gar nicht genug Nüsse bekommen! Hey, ich bin's, Blippi! Und das ist mein Freund Diebo! Wir haben eine Nuss für dich gefunden! Nuss? Oh, danke für die Eichel, Blippi. Mein Name ist Sparky. Ich bin so etwas wie ein Nussexperte. Dann musst du uns sagen, Sparky, warum vergraben Eichhörnchen ihre Nüsse? Was? Du vergräbst deine Nüsse nicht? Hm? Oh, komm mit mir. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir brauchen Nüsse, Nüsse, Nüsse und noch mehr Nüsse. Das ist der Garten, mein Lieblingsplatz, um Dinge zu sammeln und zu vergraben. Weißt du, ich kann 25 Dinge pro Stunde vergraben. Das ist eine Menge, was du vergräbst. Wie kannst du dir merken, wo du alles vergraben hast? Ich bewahre alles hier oben in meinem alten Pilzkopf auf. Mein Gedächtnis ist unglaublich. Denkst du, du kannst dich so gut erinnern wie ich? Klar wollen wir das. Willst du es versuchen? Okay, jetzt pass auf. Hey, weißt du noch, wo ich die ganzen Eicheln vergraben habe? Natürlich wissen wir das. Easy peasy. Keine Eichel. Das ist schwieriger, als ich dachte. Hallo, leckere Walnuss. Wir können keine Eicheln finden. Das stimmt, denn ich verstecke meine Nüsse so, dass nur ich sie finden kann. So bewahre ich sie sicher auf und grabe sie dann im Winter aus, wenn ich hungrig bin und das Essen schwieriger zu finden ist. So cool. Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Warum vergraben Eichhörnchen ihre Nüsse? Eichhörnchen vergraben ihre Nüsse und andere Dinge, damit sie sie später essen können und im Winter genug zu futtern haben. Lade die Antwort hoch, Diebo. Tschüss, Sparky! Bye, bye! Und schön weitergraben!
Heiliger Bimbam, ein Vulkan! Das stimmt, Debo. Wenn ein Vulkan ausbricht, kommen Rauch und heiße Lava aus ihm heraus. Ich frage mich, was ein Vulkan zum Ausbruch bringt. Tolle Idee! Wir gehen ins Innere des Vulkans und finden es heraus. Ich werde Flügel, Spinnenbeine und ein Hitzeschild brauchen. Flügel, Spinnenbeine, Hitzeschild bestätigt. Aktiviere Blippi-Station! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer! Lasst uns durch diesen Seitenschlot in den Vulkan gehen. Wow! Wow! Ist das heiß hier drin? Hallo ihr, ich bin Maggie, das Magma-Monster. Hey, ich bin's Blippi und das ist Debo. Wir wollen lernen, was ein Vulkan zum Ausbrechen bringt. Blippi und Debo, ihr könnt euch auf einen echten Leckerbissen freuen. Unter uns, tief in der Erde, schmilzt die Hitze des Planeten Gestein zu Flüssigkeit. Auch bekannt als Magma, so wie ich. Du hast recht, Debo. Es ist wie in einem unserer Lieblingsspiele. Der Boden ist Lava. Wow! Magma wird zu Lava, nachdem es aus einem Vulkan ausgebrochen ist. Ich schätze, ich bin also der Boden. Wow, wir kommen immer höher. Das liegt daran, dass je mehr Gestein unten schmilzt, desto mehr Magma steigt hier in der Kammer auf. Hey, ich frage mich, wo das hinführt. Pass auf, Blippi! Magma! Das war knapp. Maggie, du füllst jetzt fast die ganze Höhle. Ja, und während ich wachse, nimmt der Druck im Vulkan zu, bis wir die Erdkruste durchstoßen. Halt dich fest! Wuhui! Ah, viel besser. Maggie, was für ein Spaß! Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie kommt es zum Ausbruch eines Vulkans? Ein Vulkan bricht aus, wenn das heiße Magma in seinem Inneren Druck aufbaut und die Erdoberfläche durchbricht. Antwort hochladen, Debo. Das war lustig, Blippi. Ich hoffe, du hast es mit Lava gemacht. Das haben wir. Bye-bye, Maggie. Lecker. Diese Truthahn-Sandwiches werden köstlich sein. Oh, was für eine Sauerei. Hey, schau mal, wie die Fliege an der Decke läuft. Ich frage mich, wie können Fliegen an der Decke laufen? Ich brauche Flügel und Spinnenbeine. Flügel, Spinnenbeine bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer! Hey, Debo! Ich glaube, ich kenne diese Fliege. Das ist Horace! Hallo, Blippi! Wie geht's denn so, Kumpel? Wie bist du denn an die Decke gekommen? Oh, das ist ganz einfach. Guck mal! Hopp, hopp. Tada! Wow! Jawohl, Majestät, die Decke ist meine persönliche Tanzfläche. Jetzt versuch du es. Los geht's. Wow. Warum kann das Blippi-Mobil nicht an der Decke stehen? Was ist das für ein Trick? Hier ist der Trick. Du musst kleben. Kleben? Weißt du, meine Füße machen einen super klebrigen Kleber, mit dem ich an der Decke kleben kann. Hier, probier mal. Von mir aus gerne. Und los geht's. Wow. Wow. Jetzt klebe ich auch an der Decke.
Sieh dir die ganze Sauerei an. Oh. Oh, der Kleber hat uns festgeklebt. Das liegt daran, dass du den Flylag-Twist nicht machst. Den Flylag-Twist? Stimmt genau, der Fliegenlein ist so stark, dass wir uns zum Laufen von der Decke abstoßen müssen. Etwa so. So in etwa? Genau so. Und jetzt los geht's. Mach den Flylag-Twist, mach den Flylag-Twist. Krieg die Füße frei, wenn du so gehst. Wir haben es geschafft. Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie die Fliegen an der Decke laufen. Fliegenbeine haben einen speziellen Kleber, der sie an der Decke festhält. Lade die Antwort hoch, Diebo. So, ich gehe jetzt ein bisschen was essen, ne? Bis später, Blippi. Tschüss, Horace. Wow, ich liebe unser cooles Blippi-Mobil. Du hast recht, Diebo. Unser Auto hat wirklich erstaunliche Dinge. Ich frage mich, wie sahen die ersten Autos aus? Gute Idee. Wir können weit in die Zeit zurückgehen und eines der ersten Autos sehen. Ich werde Helikopterblätter brauchen. Helikopterblätter bestätigt. Aktiviere die Blippi-Station. In der Zeit zurückreisen! Das Blippi-Mobil ist bereit für ein Abenteuer. Wir sind gerade über 100 Jahre zurückgereist. Ich frage mich, wessen Haus das ist. Es ist meins. Mein Name ist Blippi. Und wie heißt du? Hey, ich bin's, Blippi. Warte, bist du mein Urgroßvater? Ich glaube, das bin ich. Komm her, zukünftiger Blippi-Urenkel. Opa, wir sind hier, um herauszufinden, wie die ersten Autos aussahen. Gutes Timing. Ich werde gleich mit meinem allerersten Auto eine Runde drehen. Hotdog, ist das nicht ein Prachtstück? Cool. Also, wie springt es denn an? Diese Kurbel erzeugt Funken. Die helfen, den Motor zu starten. Der Motor ist angesprungen. Es sieht so aus, als ob in deinem Auto nur zwei Leute passen und keine Sicherheitsgurte. Sicherheitsgurte geben dir Sicherheit. Hotdog, Sicherheitsgurte? Okay, auf geht's. Auf die Spitze des Hügels. Ich wusste es. Und jetzt geht's runter. Oh nein, Diebo! Wow! 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 Hat das Auto denn keine Bremsen? Klar ist das. Das war wirklich cool. Hotdog! Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie sahen die ersten Autos aus? Man musste eine Kurbel drehen, um sie zu starten. Die Autos hatten nur zwei Sitze und man zog einen Handhebel für die Bremsen. Lade die Antwort hoch, Diebo. Tschüss, Opa Blippi. Viel Spaß und gute Fahrt. Wow, seht euch diesen riesigen Wolkenkratzer mit dem Kran daneben an. Richtig, Diebo. Ich glaube, er hilft beim Bau des Gebäudes. Ich frage mich, wie kann ein Kran beim Bau eines Gebäudes helfen? Tolle Idee. Wir werden mit dem Kran reden. Ich brauche einen Greifarm und ausfahrbare Beine. Greifarm, ausfahrbare Beine, bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Beine hochfahren. Wow! Hi, bist du hier, um mir zu helfen? Hey,
Hey, ich bin's, Blippi. Und das ist Diebo. Klar, ich helfe dir. Und wie heißt du? Ich heiße Karim. Karim der Krah. Das ist heute mein erster großer Job und ich bin etwas nervös. Das verstehe ich. Neue Dinge auszuprobieren macht mich manchmal auch nervös. Wir werden dir helfen, wo wir nur können. Ich drehe meinen Mast, meinen großen Körper und dann fahre ich meinen Klüver aus. Der Klüver ist mein langer Arm. Jetzt kann ich meinen Haken benutzen, um diese wirklich schweren Ziegelsteine aufzuheben. Wow, ich kann das Schwingen nicht stoppen. Hab dich. Oh, danke, Blippi. Ich lerne noch, aber ich krieg das schon hin. Jetzt kannst du mir mit dem Dach helfen. Das ist das große Glasviereck da unten. Glas ist sehr zerbrechlich. Du schaffst das. Ich tue es wirklich. Und jetzt hoch mit dir, Karim. Oh, ach du meine Güte. Pass auf da unten. Ich hab's. Und jetzt lass uns den Job zu Ende bringen. Ja, genau. Macht es nicht Spaß, Karim zu helfen? Hey, wir haben es geschafft! Und ich weiß jetzt die Antwort auf meine Frage. Wie ein Kran beim Bau des Gebäudes hilft. Kräne heben schwere Materialien an, damit sie für den Bau super hohe Gebäude verwendet werden können. Antwort hochladen, Diebo! Yeah! Danke für alles, Blippi. Tschüss! Mach's gut, Karim! Ich wusste, dass du ein toller Kran sein würdest. Wow, guck mal, ein Vogel, der in der Nacht fliegt. Das ist eine Fledermaus. Ich frage mich, wie fliegen Fledermäuse im Dunkeln? Gute Idee, Diebo. Lasst uns in der Nacht fliegen. Ich werde Flügel und Spinnenbeine brauchen. Flügel, Spinnenbeine bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer! Wow, welche Lichter sind das denn? Hey, ich bin's, Blippi! Ich habe meine hellen Scheinwerfer angemacht, um dich zu finden! Oh, hey Blippi, ich bin Matt, die Fledermaus. Ich wollte gerade los, um meine Lieblingsflugstrecke zu fliegen. Willst du denn mit? Na klar! Ich habe mich gefragt, wie Fledermäuse im Dunkeln fliegen. Oh, das kann ich dir zeigen. Aber eins, Blippi, keine Scheinwerfer. Verstanden. Wow, es ist so dunkel. Trick, lauf, pass auf. Wow. Blippi, habt ihr den Baum nicht gehört? Nein, ich habe nicht. Warte, hast du gesagt, den Baum gehört? Ja, ich kann alles hören, was mir im Weg steht. Passt auf, Felsen. Wow, wie machst du das nur? Fledermäuse haben eine besondere Fähigkeit, die Echoortung. Ich mache Geräusche, die an Gegenständen abprallen und ein Echo erzeugen. So kann ich feststellen, wo die Gegenstände sind und wie weit ich von ihnen entfernt bin. Wirklich, Diebo? Du hast auch eine Echoortung, weil du ein Roboterhund bist? Na dann lass uns das nutzen. Lass uns fliegen! Schön geflogen, Leute. Danke. Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie fliegen Fledermäuse im Dunkeln? Echoortung. Fledermäuse geben hohe Töne von sich, die an Gegenständen abprallen, um ein Echo zu erzeugen. So können sie sicher hören, wo sie sich im Dunkeln befinden. Antwort hochladen, Diebo. Es ist Schlafenszeit.
Es hat Spaß gemacht, mit euch zu fliegen, Blippi und Diebo. Du schläfst mit dem Kopf nach unten? Wahnsinn! Fledermäuse sind unglaublich! Ciao, ciao, Matti Fledermaus! Nachts zu fahren macht so viel Spaß! Und wir haben die Straßen ganz für uns alleine. Wow, was war das? Ganz schön spät für Tiere, um draußen zu sein. Du hast recht, Diebo. Das ist definitiv ein Tier. Ich frage mich, warum kommen manche Tiere erst nachts raus? Ich werde einen Greifarm brauchen. Greifarm bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Und wir schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für ein Abenteuer. Lasst uns die nachtaktiven Tiere suchen. Ah! Oh. Hi, mein Name ist Rita, der Waschbär. Und ihr seid? Hey, ich bin's Blippi. Und das ist Diebo. Wir fragen uns, warum manche Tiere, so wie du, nachts unterwegs sind. Also, ich bin nachtaktiv. Das bedeutet, dass ich alles, was ihr tags macht, gerne in der Nacht mache. Wie cool! Hey, kann dieses Ding auch helfen, was zu fressen zu finden? Na klar! Ich glaube, das Blippi-Mobil kann wirklich fast alles tun. Woho! Schau dir das an! Diebo, folge dem Waschbären! Woo! Haha! Kommt schon, gib Gas! Rita, du darfst das Blippi-Mobil nicht ohne Erlaubnis benutzen. Das ist Diebstahl. Entschuldigung, wir Waschbären tun fast alles fürs Fressen. Mir ist wirklich kalt, Rita. Es ist nachts immer sehr kalt. Frierst du etwa nicht? Ich? Niemals. Ich habe einen dicken Pelzmantel, der mich die ganze Nacht schön warm hält. Ich wünschte, ich hätte auch so einen Mantel oder irgendwas, das mich warm hält. Wow, pass auf! Ist okay, Blippi, schau! Oh, danke, Rita. Das ist auch das Tolle daran, nachtaktiv zu sein. Viele der Tiere, die mich jagen, würden schlafen. Ich mag es, wenn weniger Raubtiere unterwegs sind. Das riecht gut. Los jetzt! Auf zum Blippi-Mobil! Aber diesmal fahre ich. Da ist es, da drin! Das sieht kompliziert aus, Rita. Wie willst du das aufbekommen? Das ist kein Problem, denn Waschbären sind Problemlöser, wenn's ums Fressen geht. Ha! Jackpot! Und wenn weniger Tiere unterwegs sind, habe ich das Fressen für mich alleine. Was für ein tolles Abenteuer! Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Warum kommen manche Tiere erst nachts raus? Manche Tiere kommen gerne nachts raus, weil es dann weniger Konkurrenz um das leckere Futter gibt. Es sind weniger Raubtiere und Menschen unterwegs und nachts ist es kühler. Antwort hochladen, Diebo. Auf Wiedersehen, Blippi. Ich muss noch zu anderen Müllcontainern. Mach's gut, Rita. Ich glaube, deine Gitarre funktioniert nicht richtig, Diebo. Ich frage mich, wie funktioniert eine Gitarre? Du hast recht, Diebo. Lass es uns herausfinden. Aha. Ich werde Flügel brauchen. Flügel bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Und jetzt schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für ein Abenteuer! Rock'n'Roll! Ah.
Das klang echt gut. Ich liebe es. Dankeschön. Hey, ich bin Splippy. Und das ist Debo. Ich bin Picky. Wir haben uns gefragt, wie eine Gitarre funktioniert. Kannst du es uns zeigen? Kann ich, aber ich kann die Gitarre nicht allein bedienen. Ich brauche eure Hilfe, um sie richtig zu spielen. Okay. Wenn ich eine Saite anschlage, dann schwingt sie ganz schnell hin und her. Und das macht einen Ton. Wow. Du hast recht, Debo. Meine Saite ist dicker als deine. Ich wette, es ist schwerer für dich zu balancieren. Je schneller die Saite hin und her schwingt, je höher der Ton. Und wie macht man andere Töne auf einer Gitarre? Deshalb brauchte ich ja eure Hilfe. Hey, Debo, könntest du bis ans andere Ende des Halses gehen, Kumpel? Ah. Und jetzt zurück zu mir. Solo! Nun, das erklärt, wie die verschiedenen Noten entstehen. Warum hat die Gitarre einen so großen Korpus? Der Korpus macht die Gitarre erst richtig laut. Danke! Hey, stell dich mal hier rüber auf den Resonanzboden. Oh, das vibriert aber ganz schön hier. Wenn ich die Saite zupfe, vibriert der ganze Gitarrenkörper. Und das Schallloch dort macht es super laut. So wie, wie wenn man schreit und dabei die Hände um den Mund hält. Hallo! Wow, das war laut. So, das Proben ist jetzt vorbei. Zeit zum Jammen. 1, 2, 3, 4. Dankeschön! Und jetzt habe ich die Antwort auf meine Frage. Wie funktioniert eine Gitarre? Sie funktioniert, weil die Saiten beim Schwingen einen Ton erzeugen, der verstärkt wird, weil der ganze hohle Gitarrenkörper in Schwingung versetzt wird. Antwort hochladen, Debo! Tschüss, tschüss, Picky! Tschüss, Blippi! Tschüss, Debo! Und denk daran, always keep rockin'! Ich auch. Ich liebe es, mir gruselige, für Halloween geschmückte Häuser anzusehen. Wow! So viele Kürbislaternen. Schauen wir sie uns mal an. Hallo, Flippy! Wow. Oh, hallo, Mr. Kürbis. Das war gruselig. Gern geschehen, Flippy. Ich liebe es, mich zu gruseln. Macht Spaß. Ach ja? Ich frage mich, macht es wirklich Spaß, sich zu gruseln? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Lasst uns einen Gruselwettbewerb machen. Okay, dann mal los. Punkt für das Team Kürbis. Team? Ich sehe sonst niemanden. Oh, hallo Bones. Das sind 2 Punkte für Team Kürbis. Komm schon, Bones. Lass uns das nächste Erschrecken planen. Wir müssen uns was richtig Schlimmes überlegen, Debo. Was können wir tun? Oh, ich habe eine Idee. Ich trage diese Maske und stehe auf deinen Schultern, während du heulst. Haha. Los geht's. Das wird richtig gut sein. Ein Punkt fürs Team Blippi. Du hast uns erwischt, Blippi. Gute Arbeit, Debo. Cool.
ein geheimer Korridor. Hm? Oh toll, das wird sie wirklich erschrecken. Das ist Punkt 2 für Team Blippi. Wer als nächstes einen Punkt erzielt, ist der Gewinner! Ja! Warte mal, Debo, ich habe eine Idee. Wir verstecken uns im Kessel. Springen raus und erschrecken Mr. Kürbis und Bones. Hey, Bones! Wir verstecken uns im Kessel, springen raus und erschrecken Blippi und Debo. Ah! Das war wohl ein Unentschieden. Okay, Halloween ist das Beste. Aber ich habe noch keine Antwort auf meine Frage. Macht es wirklich Spaß, sich zu gruseln? Ja! Okay, Antwort hochladen, Debo. Danke für den tollen Gruselwettbewerb, Mr. Pumpkin. Das war ein Riesenspaß. Kein Problem, Blippi. Ich hatte auch viel Spaß. Bereit, Debo? 3, 2, 1. Ja, ist nicht ganz so gut geworden. Ich wünschte, ich könnte ein paar Änderungen vornehmen. Ach ja, ich kann Radiergummi benutzen. Ich frage mich, wie funktionieren Radiergummis? Tolle Idee, Debo. Wir schrumpfen und sehen uns das genauer an. Ich brauche einen Greifarm und Hubschrauberblätter. Greifarm, Hubschrauberblätter, bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Und schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für ein Abenteuer. Selbst aus der Nähe betrachtet sieht man, ich muss noch was ändern. Ich denke, ich kann helfen. Hä? Ich bin der unglaubliche Ernie. Hey, ich bin's Blippi und das ist Debo. Wir wollen lernen, wie ein Radiergummi funktioniert. Nun, da bin ich genau der Richtige, denn ich kann alles, wirklich alles, löschen. Sogar Bleistiftstriche. Das ist unglaublich! Kommt und seht, es ist die beste Show der Stadt! Die Spitze eines Bleistifts besteht aus Graphit und wenn man sie über Papier reibt, hinterlässt sie einen Abdruck! Cool! Oho. Schauen wir uns das mal genauer mit einer Lupe an! Das Graphit bleibt auf dem Papier zurück, weil es tatsächlich auf dem Papier klebt! Wow! Oh! Oh nein! Ich hab ihn! Puh, das war knapp! Das tut mir leid. Wow! Hey, Ernie, kannst du diesen Graphitstrich verschwinden lassen? Oh, was für eine tolle Idee! Ich lasse diesen Graphitstrich verschwinden! Ich radiere ihn weg! Wenn ein Radiergummi, wie ich, über das Papier reibt, erzeugt es Reibung und Hitze. Das ist toll. Die Hitze macht den Radiergummi klebriger als Papier, sodass sich der Graphit vom Papier löst und stattdessen am Radiergummi haften bleibt. Durch die Reibung löst sich der Radiergummi auch auf oder fällt auseinander. Siehst du die kleinen gelösten Stücke? Das sind ganz schön viele. Und wenn du den Radiergummi über das Papier reibst, dann siehst du, wie sich der Graphit ablöst. Tada! Mein Verschwinde-Kunststück. Das ist erstaunlich. War es Zauberei? Nein, das ist Wissenschaft. Cool.
Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie funktionieren Radiergummis? Radiergummis funktionieren, indem sie durch Reibung klebriger werden als Papier, sodass der Graphit vom Papier am Radiergummi haftet. Antwort hochladen, Diebo. Danke für die Zaubershow, Ernie. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir verschwinden. Auf Wiedersehen, Blippi. Es war zauberhaft, dich kennenzulernen.